Süle, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play LSD Minecraft Together. Genau, way. Und dabei sind, wie immer, der super bekannte, alles vernichtende LSD. Alpagon. Und der super bekannte, nicht alles vernichtende, nicht super bekannte LSD. Socken Otto. Und der geilste. Ah, Der Busch. der Und Busch, ich. genau. So. Der Barsch. Nee. Zack. Drogen sind aus. Willkommen zu Ich einer komme hier neuen nicht Folge. rein. So. Der wievielte ist heute, Robin? 16.1. Ich meine, wann die Folge rauskommt, der wievielte ist heute? Oh, keine Ahnung. Einen Tag nach Ostern. Nee, Also, Happy ist. Halloween. Ja, nee, nur auch wieder nicht. Auf jeden Fall ist nach Weihnachten. Ja. Ja, Frohe definitiv. Weihnachten, frohes Neues. Momente mal. Also ich glaube, irgendwann so nächste Woche, denke ich. Okay, hallo Leute, willkommen. Schönes, irgendwann nächste Woche, denke ich. Warte, zwischen dem 18. und 24. Ah, okay. So, ach ja, Toll. das war ja Warte, ich kann jetzt. gucken, wann die letzte. Nee, gucke ich nicht noch. So, wir haben natürlich wieder kein Thema für uns vorbereitet. Doch, eigentlich schon, Ja, richtig. Du hattest da irgendwas angeschnitten gehabt. ne? Ja, den Käse, genau. Ah ja, richtig, Nein, stimmt. und zwar hatten wir angeschnitten, den Penis eines Jungs. Oder wie waren für euch die Weihnachtstage? Genau, wie waren für uns die Weihnachtstage? Ja, Ham, magst du anfangen? War beziehungsweise, was habt ihr so gemacht? Okay. Also, ich kann mal so sagen, bei mir war Weihnachten wie immer. Also, meine Familie und ich gehen am Weihnachtstag, gehen wir halt immer zu meinem Opa und verbringen dann da ungefähr bis 18 Uhr halt den Abend. Früher ist dann mein Vater immer noch heimlich rübergegangen, um die Geschenke zu verstecken. Ja, dass ich da auch nie drauf gekommen bin, dass der immer genauso um 17:45 Uhr rübergegangen ist. Ich habe keine Schaufel. Bist Ja, du echt nicht und drauf gekommen? ne. Ich habe eine. Ich Entschuldigung. das, weil ich habe Geschenke schon manchmal bei meinem Opa halt bekommen. Also so ein paar. Und dann, ja, sind wir halt irgendwann rübergegangen und gab es dann halt Bescherung. Und dieses Jahr hatten wir zum Beispiel Raclette gegessen und Nicht schlecht. Raclette ist ja. ganz cool. Raclette, ja. Dann so erste und zweite Weihnachtstag halt die Familie besucht, halt zur Oma gegangen und ja. Ja, und so Denk, Standardkram. ja, viel mehr machen wir auch eigentlich nicht. Ja, richtig ist bei mir genauso. Also. Doch, doch, genau, mein Onkel war da. Der hat sich Oh, richtig noch schön besoffen mit meinem ein Vater. Weil mein Vater, der trinkt schon mal ein bisschen mehr und mein Onkel hat das nicht so gut verkraftet. Der war dann am nächsten Morgen, ist er dann nach draußen gegangen, weil er mit dem Auto wieder losfahren musste und der ging gar nicht. Naja, gut. Ey, bei mir ist auch standardmäßig so wie bei dir. Also, naja, 24. zum Opa gefahren und so. Und zweiten auch nochmal, aber ansonsten eigentlich nichts Weltbewegendes. Ja. Wir waren in Urlaub. Ganz kurze Kampf, wir waren in Urlaub. Ja, wir waren in Urlaub. Vielleicht haben das einige gemerkt, dass meine Kommentare über das von Robin manche Sachen beantwortet wurden. Wir waren nämlich in Urlaub und das Internet ist da so ungefähr wie. Ein Stück Bambus. Nein, ich will das ja irgendwie schöner beschreiben. Wie zwei Stücke Bambus. Ach so, okay. Ja. Na gut. Zwei halbe Stücke Bambus. Na So dann. ungefähr kann man das Internet da beschreiben. Warum habe ich die Erde eigentlich abgebaut? Ich Vollidiot. Du Vollidiot, du. Demnach hat Robin dann immer Bilder gemacht von den Kommentaren, die mir geschickt wurden. Und die konnte ich dann irgendwie, wenn ich mal Glück hatte und WLAN gefunden habe, laden und konnte Robin schreiben, ja, auf den und den Kommentar antwortest du bitte das und da das. Und ach ja, Robin, das war das falsche Video, kannst du bitte das hochladen? Oder oh, Robin hat mir geschrieben, das war das falsche Video. Okay.
Yep. Oh, so schön lief Chaos. Das ab. Totales Chaos und wir haben den 24. Eigentlich komplett verpennt. Okay. Wenn man so, ja, Elias, gehen wir in die Kirche? Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, so, was? Ja, gut. Sind in die Kirche gegangen, haben uns da anderthalb Stunden, nur eine Stunde gelangweilt. Oh, Kirche gehen wir seit, ich glaube, wir sind noch nie an Weihnachten in die Kirche gegangen. Vor allem, ja. Wir sind kirchlich wie ein Stück Brot. Ja, ich eigentlich auch. Ich denke mir nur so immer, ja, komm, scheiß drauf. Ich meine, was soll ich bei meiner Mutter? Muss mich dann irgendwie abpimmeln und nein, also jetzt nicht wörtlich, aber die versteckt dann die Geschenke. Die stellt sie irgendwo hin. Da kann ich lieber in die Kirche gehen, kann mir da irgendein Gottesgeflüster anhören. Und währenddessen friere ich mir die Eier ab, weil es in der Kirche irgendwie voll kalt ist. Die ersten paar Minuten. Ja, danach wird es halt warm. Wie lange nehmen wir schon auf? 4, 6. 6, okay. Okay. Ja. Ja. Das war's im Großen und Ganzen. Ja, das war's. Was habt ihr so bekommen? Beziehungsweise, was habt ihr bekommen, wenn ihr noch Sachen bekommt überhaupt? Ich meine, das ist ja irgendwie so. Elias, die Sammelmaschine, also die Erntemaschine hat ein kleines Problem. Welches? Der Trichter ist unten überfüllt mit Karotten und wenn die Karotten halt voll sind, dann ist der Trichter halt vollkommen belegt. Lass mal sehen. Ah, das hatte ich aber auch mal gehabt in der. Also hier zum Beispiel. Guck, wir haben hier Arsch für Weizen drin, aber das geht halt nicht rüber, weil der Trichter voll ist. Ich nehme jetzt einen Stack Karotten mit und dann geht das halt auch wieder rüber. Das hatte ich in der Kopie auch gehabt, da war aber die für die Eier voll, der Trichter. Ja, ich muss das noch irgendwie anders bauen. So, wir waren stehen geblieben bei Geschenke. Ja, was ist so? Nicht großartig, sag mal so. Das Übliche halt, ein bisschen Geld und so. Ja, also ich habe mir halt dieses Jahr habe ich mir insbesondere halt Geld gewünscht wegen meinem neuen PC, mit dem ich halt gerade spiele. Klar. Und ja. Sonst habe ich dann halt auch noch so, weil ich im Moment baue ich halt viel an so Revell-Modellen. Also halt okay. So deutsche Weltkriegsflieger außen. Und da habe ich halt auch eins bekommen und ja, ich habe noch so einen Wellness-Anzug, also so einen Jogging-Anzug. Habe ich halt bekommen. Und ja, sonst eigentlich Süßigkeiten und Geld. Ich finde irgendwie, am besten kann man heutzutage eigentlich nur noch Geld schenken. Geld und Gutscheine, ja. Sonst sagst du ja einfach mal, ich hätte gern den Samsung UHD 06 bla 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 und was kriegst du denn im Buch? Alter, mit dem Buch, das wird mir seit Jahren nicht mehr geschenkt, weil die wissen, Junge, der wird sich das sowieso nicht angucken. Eben. Okay, außer ich habe einmal zu Weihnachten habe ich so ein richtig dickes Buch über den Zweiten Weltkrieg bekommen. Das habe ich mir. Warte, ich guck mal, wie viele Seiten das nochmal hat. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Freizeit erst ein Buch durchgelesen. Ja, ich soll. Und zwar kann ich euch dazu noch den kompletten Namen sagen. Okay. Und zwar das deutsche Grundgesetz. Also das Buch, was ich bekommen hat, hat 415 Seiten und warte mal, ist wie hoch? Lass mich mal nachrechnen. 14, ja, so 30 Zentimeter hoch. Ja, sagen wir mal. Und 20 Zentimeter breit. Also, okay. Ja, lang. Also ist ein großes, schweres Buch. Also, ganz groß. Aber ich habe mir auch eigentlich nur die Bilder angeguckt. Ja gut, wenn er mal irgendwie so links oder rechts so eine Beschreibung irgendwie kam, so hier sehen Sie einen russischen T-34, der von einem Deutschen abgeschossen wurde und so, das habe ich mir dann zum Beispiel nochmal durchgelesen, aber wenn nee, er irgendwie Kreutzsches Dundgesetz. Also wir können auf Höhe 63 komplett durchfrieseln, ne? Robin? Okay, gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier rüber arbeiten irgendwie,
Fangen wir irgendwann an. Genau, was mir gerade so einfällt, falls es dem einen oder anderen schlauen Zuschauer aufgefallen ist, habe ich mittlerweile eine Minimap. Endlich. Ungelogen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen. Wartet. Moment. App starten. Nein, keine Gesprächsaufnahme. App starten. Moment. Jetzt kommt. Ja, ist halt so, ne? Ist zwar jetzt nicht die beste, so. Die schönste, aber... Das hat sich gelohnt. Hauptsache, man hat eine, sag ich mal so. Man hat. Verstehst du? Hat. Ja, man Display. Hat. Ja. Ja, gut. Hat die Frau auch? Verständlich. Robin, ich bin hier, glaube ich, in der Höhle drin, in der wir schon mal waren. Echt? Ja. Ach, apropos Höhle, ich habe ja eben schon mal erwähnt gehabt, dass ich auf der Kopie die Bahntrasse in den Keller verlegt habe. Mhm. Und zwar habe ich da, ich kann die Koordinaten mal nennen, eine Schlucht gefunden, wo wir noch nicht waren. Mhm. Schlucht Nummer 17. Jetzt siehst du hier den kleinen See, ich glaube, da bist du gerade in der Nähe von, da ist auch Lava. Keine Ahnung, ich bin gerade unterirdisch. Ah, okay. Ja, dann könntest du da schon fast richtig sein. Da ist, müsste eine Höhle sein und da müssten auch ein Dungeon sein, also mit Holz, weißt du, dieses meine ich. Mhm. Boah, der Baum ist größer. Wir könnten es ja mal so machen, wir gucken einfach gleich mal, wo wir landen. Das können wir machen. Es hat Boom gemacht. Man hat's gehört. Ja, und dann wollte ich noch mal kurz eben was erwähnen, und zwar hat jetzt Moment, jetzt muss ich mir gerade mal überlegen. Ach ja, Steph hieß er, glaube ich, und zwar von früher Xcube TV mir meinen Kanal vorgestellt, und da wollte ich ihm dann noch mal danken für, weil er hat auch dieses eines dieser Videos hier genutzt. Und finde ich sehr cool. Und dein Feedback auch. Perfekt. Mhm, muss ich auch sagen. Hätte ich nicht anders gedacht. Also. Finde ich cool. Mhm. Robin? Mhm. Wollen wir denn mal die Bahntrasse machen? Weil nur Terraform ist auch. Naja. Ach ja, ich habe die da oben angefangen. Wie, wo oben? Da oben an unserem Haus, ganz oben drauf. Wo das Haus, was wir oben neu draufgesetzt. Wow! Das Haus, was wir oben drauf neu... Oh. Glück gehabt. Neu draufsetzen, wollte ich sagen. Boah. Geh weg. Da oben habe ich angefangen. Gefangen. Weil das ist ja eine Wand, eine große. Oh, Creeper. Mann, reingegangen. Lass... Warte, ich mach die. Wollte gerade sagen, lass am besten... Boah. Wird ja nichts nützen. Und tschüss. So. Ich bin voll der Schisser bei Creepern geworden. Ach so, was ich euch noch fragen wollte. Ja. Wie, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das halt ansprechen wollt oder ob das halt ein bisschen zu in die falsche Richtung geht, aber der Anschlag auf Charlie Hebdo. Ja, doch, finde ich ein gutes Thema. Weil der auch gerade halt groß in den Medien ist. Und richtig, finde ich ein super Thema. Ob ihr das so halt, was die denn gemacht haben, verstehen könnt oder das übertrieben findet. Könnte man ja eigentlich drüber quatschen, oder was meinst du, Elias? Hm? Könnte man noch drüber quatschen, oder? Mhm. Okay. Alter. Ich kann Franzosen nicht leiden. Die haben immer scheiß Server. Ich kann, gut, ich nein, sag mal ich, so. Und ich die können kein CSGO spielen. Boah, das können sie echt nicht. Wir haben einen Huhn im Haus. Ja, das kann schon sein. So, ja. Also, darf ich? Ja, okay. Danke. Ich muss sagen, als ich das gehört habe, dachte ich so... Idioten.
weil als ich gehört habe, Frankreich. Idioten. Ja, wirklich so. Wie geschieht's Ihnen recht? Ich kann Franzosen auf den Tod nicht leiden. Ich habe absolut kein Mitgefühl gehabt mit denen. So, wo willst du die Schienen anfangen? Ja, guck mal, ich hab. Ja, red du einfach mal harm. Währenddessen können wir hier kurz. Guckst du, Robin? Also, ich muss dachte, sagen, könnte dass ich hier ich, vorne. Also, wir haben in der Schule halt, werden wir sehr. Also, wurden von unserem Politiklehrer halt so, zum Beispiel auch, haben so ein. So ein Eingangsbaum. So ein Blatt halt bekommen, ja? Wo halt auch so eine Karikatur drauf war. Darf ich kurz anfangen? Und da war halt auch so ein. Oh, wie war das denn? Da war halt so ein Mohammed abgebildet und drei Islamisten, halt voll bewaffnet und so. Und dann hatte dieser Mohammed dann halt gesagt, auf euch wird im Himmel keine Jungfrauen mehr warten, sondern Humor und Lachen. Mhm. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ja, so wäre es am besten, weil es ist nun mal Satire und es soll lustig sein und wenn man es nicht versteht, dann ist man halt dumm. Ich sag jetzt mal, ja, dumm. Es ist darauf aufgelegt, lustig zu sein. Ja. Und wenn man es nicht lustig findet, dann ist es halt so. Kann man einen Leserbrief schreiben. Ja, da muss man da nicht hingehen und da 30 Leute oder so töten, einfach nur, weil die unseren Gott beleidigen. Ja, bei uns in der Bibel steht auch, kämpft für unseren Glauben. Aber jetzt mal rein rhetorische Frage. Das heißt, ich sollte mich am liebsten selber umbringen, wenn ich sage, Gott kann mich immer am Arsch lecken oder was? Ja. Theoretisch kannst du alles sagen, das hat Gott gewollt. Also, ich habe meinen Nachbar getötet, weil das Gott gewollt hat. Oh, Entschuldigung. Meiner Meinung nach ist Religion sowieso nur für Kriege verantwortlich. Und für hohe Gaspreise. Ich sag mal so. Ich mag zwar Franzosen auch nicht so sehr, aber. Jetzt muss ich mal kurz eine Ansage machen. Wenn irgendein, ich sage, entschuldige mal nicht die Ausdrücke, aber irgendein Vollidiot meint wieder jetzt irgendwie mich terrorisieren zu müssen oder anrufen zu müssen bei mir. Vergesst es, ja, es ist bloß meine Meinung, okay? Ende. Okay, gut. Also, meine Meinung. Hey, jetzt. Darf ich dich nicht mehr anrufen? So, also. Terrorisierst du ihn? Es ist ganz einfach so, wenn die meinen, das machen zu müssen. Jetzt habe ich das hier schon so. Egal. Wenn die meinen, eben halt diese Karikatur drucken zu müssen, müssen sie damit rechnen, dass sie halt einen auf die Fresse kriegen. Entschuldige mal, ist halt so. Haben sie ja auch. Also haben sie auch, ja, richtig. Oft angeklagt. Nee, wir haben es dann auf den ganzen Körper bekommen. Na gut, aber diese Wucht, diese Explosion von diesem Satireblatt war ja auch ganz. Sorry, ich lasse jetzt die Witze. Wenn ich mir jetzt auch mal überlege, da gab es irgendwie eine Audio oder sowas oder irgendwie sowas, wurde mal abgespielt, da hat sich so angehört wie im Krieg. Ja, die haben einfach drauf losgeknallt, ja, wenn man das so lagen darf, dann ist ja auch klar, dass da auch andere Leute bei drauf gehen. Ne? Und wenn ich jetzt mal überlege, die Islamisten, IS-Terroristen, so, ich weiß nicht, wieso die dafür halt so an die Decke gehen, aber ja, das war ja Al-Qaida, hat sich dafür bekannt. Ja, gut. Aber ist alles derselbe Scheiß. Wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, wieso die so dafür an die Decke gehen. Wer das jetzt hochsprengt, ist auch egal. Ja, aber wenn man dann hört, dass die USA eine Drohung kriegt, dass Europa eine Drohung kriegt, ja, entschuldige mal bitte, was soll denn der Dreck? Wie lange nehmen wir schon auf? Wir nehmen 20 Minuten auf. Da sollen wir gerade mal Folgenende machen. Wenn du möchtest. Gut, dann können wir nämlich machen, so in der nächsten Folge geht's weiter. Genau. Also wenn ihr das Thema weiterhören wollt, dann bleibt dran. Und holt mir einen runter. Jo, dann gehen wir kurz pennen, dann können wir nämlich morgen mit schönem Wetter und so neu anfangen. Stimmt auch wieder, so lange kann ich ja noch weiter erzählen. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn die meinen, die müssen das drucken, müssen sie mit rechter Zeit auf die Fresse kriegen. Genauso wie jetzt in Hamburg der Anschlag, der da war. Also, ich dachte gerade, das wäre ein Creeper, unser Hund hier.
Gut, okay. Du kannst nur noch schlafen. Sillele. Man kann nicht schlafen. Man kann schlafen. Nee, ja. Eben nicht. Na klar. Oh, jetzt. So, ja, du bist dran. So, mein Lieb. Wo war Harm? Ach so, der hatte. Ich hab Bett. Ach so. So, meine lieben Damen und Herren, bitte schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn ihr weiter unsere heiße Diskussion über IS, Al-Qaida und sonstigen Bullshit erzählen wollt oder zuhören wollt. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, drei bekloppte Vollidioten spielen ein Pixelspiel und unterhalten sich dabei über Penisse. Genau. Adios. Ja. Tschüss.